Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, erstmal anpassen. Wir müssen da ja auch mindestens mit 80er Dings fahren. Ich mache sogar mal 82 oder so. Damit wieder und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2 auf dem PC, Folge 35. Ja, wir sind hier noch mit dieser Ladung beschäftigt. Wir brauchen mehr Geld für unseren ersten eigenen Truck. Aber ich wollte mich Tatsache dann mal umschauen. Und die Tour kriegen wir heute auch zu Ende. Das heißt, vielleicht ist heute unser erster LKW ja dann auch schon in den Startlöchern. Ich wollte erstmal tatsächlich diesen modernen DAF haben. Den fand ich sehr interessant. Und ja, den werden wir dann einfach mal gucken, ja, was da so drin ist. Leider haben wir jetzt halt noch nicht das Geld. Der Auftrag bringt uns aber nochmal dann 15.000 dazu. Damit haben wir dann, denke ich, schon mal so ein bisschen die Chance. Was zu machen. Ja, weil das komplette Starterpaket will ich dann eigentlich nicht haben. Ich wollte dann schon so wie beim Euro, beim American Truck schon so ein bisschen was haben. Dass ich jetzt halt nicht mit dem Schlechtesten vom Schlechtesten rumfahre. Das wäre echt geil. Aber schauen wir einfach mal. Jetzt bringen wir den Gigaliner hier erstmal zu Ende. Den fahren wir heim. Wir können dann ja mal schauen, ich kann ihn auch erstmal kaufen, so, und dann müssen wir dann nochmal ein, zwei, aber gut, dann fahren wir halt ein, zwei Aufträge mit dem Schlechten und können uns dann ja immer noch Upgrades kaufen, so ist es ja jetzt auch nicht, aber ja. Ich denke, das Warten hat jetzt wirklich mal ein Ende, Freunde, wir gehen jetzt erstmal auf den eigenen Truck und werden mit dem dann erstmal ein bisschen Geld verdienen, Level sammeln und dann können wir uns weitere eigene Trucks holen, die voll aufrüsten und dann richtig Spaß damit haben. Ich freue mich sehr. Der auch hier schon wieder. Einfach nur geil aus. Ach du Scheiße. Junge, aber was ist das für eine geile Brücke? Ich meine, hier waren wir ja schon, aber ich glaube, wir sind andersrum gefahren, oder? Gib mir Speed. Okay, nee. Vergiss es, ich bleib einfach hier. Jetzt geht's nämlich richtig los. Da ist eine Mautstelle, nicht wahr? Last 2000 Euro weg. Hast du viel? Eine Scheiße. Kann halt gerade jetzt entscheidend sein. Soll, wir müssen jetzt erstmal noch den Auftrag hier beenden.
So, wunderbar. Einfach mal hier entspannt Hand auf dem Lenkrad und so kann man das doch gar nicht hier machen. Kraftstoff ist ein bisschen niedrig, reicht aber noch. 16 Kilometer sind wir gleich da. Da ist ja schon die Ausfahrt. Kopenhagen. Voilà. Oh, guck mal, was wir da haben. Ein LKW-Händler, Mensch. Direkt auf unserer Route. Nehme ich gerne. Ja, den decke ich so nicht auf. Ah. Da muss ich jetzt nach links fahren. Das nehme ich halt jetzt auch irgendwie mal mit. Iveco-Händler, schön. Ja. Ja, weißt du, ich fahre hier einfach kurz rein und wende. Das ist, glaube ich, schneller. Vergessen dann einfach mal, dass ich jetzt gerade so ein ewig langes Ding hier dran habe. Aber das klappt doch hier. So. Und jetzt abliefern.
Dann Truck, auf geht's. Schaden hier? Gar nichts. Wunderbar. Da. Haben wir. Jawohl. Frische Kräuter von Christians dann nach Kopenhagen. Jawohl, sind wir direkt Level 13. Sehr schön. Geil. So, wie sieht's hier aus? Wir investieren jetzt endlich mal wieder einen Punkt auf Fernfahrten und damit bis 850 Kilometer. Guck mal, nur bis 850, ne? Guck mal, hier, so haben wir nur bis 550. Eieieiei. So. Jetzt haben wir wie viel Geld? Jetzt haben wir 135.000. Ist immer noch nicht so viel. Egal, wir probieren unser Glück. Gehen zu einem DAF-Händler. Da haben wir nur einen. Na gut. Jetzt wollte ich den XF haben, aber der kostet schon 114.000 in der Standardausführung. Ne? Was haben wir denn sonst noch? Der XF 21. Ja, das ist so ein Schrotter. Das ist auch so ein bisschen neuerer, aber... Ansonsten haben wir ja auch gar keinen anderen. Ja, doch, hier. Aber der kostet schon 198.000. Ja gut, also gehen wir mal hier schön auf den. Der ist sogar schon schwarz. Müssen wir nichts für die Lackierung bezahlen. Finde ich geil. Aber Motor sollte man halt schon was machen, ne? Ja, und hier hätten wir ja sogar schon, ne, dieses Führerhäuschen hier. Ist halt auch nicht so geil. Das hier ist natürlich schon geiler. Dann sind wir aber schon mal bei 190.000. Ja, ich bitte erstmal kurz, ne? Also so. Hä, wofür zahle ich denn jetzt hier einen Aufpreis? Kann ich irgendwie hier mal was rücksetzen? Jetzt hat er mir hier irgendwas geändert. So, also daran verändern wir erstmal nichts. Hier dran, ne? Erstmal nur eine Achse ist natürlich jetzt Standard, ist dann so erstmal. Motor wäre aber wichtig, theoretisch mal ein bisschen mehr, da haben wir schon mal 449, das wäre schon mal was. Da gibt es auch nur noch zwei weitere, so viel ist da leider gar nicht drin, aber gut, 449 ist es mal okay. So, anderes Getriebe wäre vielleicht auch nochmal nicht schlecht. Ist ja für Standardgut halt. Okay, das wäre nochmal für Steigerung und Schwergut nochmal geiler. Das wäre halt nochmal komplett geil, aber ein bisschen geiler für Steigerung wäre vielleicht so eins hier geiler. Oh, ich sehe schon, so viel ist gar nicht drin, leider. Dieses Mal. Hier gibt es... Oh ja, guck dir das an. Oh. Das sieht aber schon irgendwie geil aus, muss ich sagen. Hexagon oder Argenta, das kostet aber dann schon mal viel zu viel. Können wir auch erstmal so nicht machen. Also lassen wir es erstmal weg. Farbe, wie gesagt, schwarz finde ich geil. Also können wir auch erstmal genau so lassen. Das sieht super aus. Jetzt sind wir schon bei 123. Das ist ja bis nur noch gute 10.000 für irgendwelche Modifikationen. Ne? Würde ich erstmal weglassen. Also, ja, hier weiß ich gar nicht, habe ich beim RTS auch nie gemacht. Was sind das hier? Ja, bloß nicht, Alter. So, hier könnten wir theoretisch auch nochmal so eine Sonnenblende, ist glaube ich geil. Ich kann viel mehr gar nicht machen, das ist halt irgendwie so, hier hätten wir halt so eine anderen in Lack. Kunststoffkamera. Ah, so hat der die Kameras. Ja, so hat er die Kameras nämlich drinne. Hat er gar keine Rückspiegel mehr. Das
sind und dann hat er hier einfach die Kameras dran. Boah, ich glaube, ich finde es sogar so geil, dass ich das echt lasse. Direkt Kameras dran, ne? So, bei den Reifen haben wir schon mal ein bisschen was Geileres. Oh, hier Kraftstoffeffizienz sogar. Geil. A, B, 70 Lautstärke sogar. Junge, klar. Also ein paar Goodyear-Reifen, warum nicht? Ach du Kacke, ja. Michelin, Gott, Junge, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Aber die hier haben nur D. Also da will ich schon mindestens ein paar B. Wäre halt natürlich schon irgendwie geil, ne? BB, glaube ich, erstmal. Warum nicht? So, ja, da haben wir die. Was haben wir denn jetzt da genommen, Alter? Michelin X Energy Z. Michelin X Energy. Ja, hier, Energy Z. Ja, geil. Ja, 130, da sind wir schon ziemlich am Limit, tatsächlich. Hier ist nochmal. Ja, das ist ganz nett eigentlich. Ich wollte eigentlich hier Chrom. Aber die kosten ja so viel. Die Silver Chrome. Da sind wir schon bei. Ja, nee, weißt du, ich. Felgen machen wir mal zum Schluss machen. Kosten dann schon echt gerade viel Geld, ne? Boah, nochmal mehr Tankvolumen. Oh, jawohl. Nochmal mehr Tankvolumen ist gerade echt geil. Ja, Standardverkleidung. Gibt's echt keine Verkleidung hier, ist nicht so geil. Lack. Boah. War cool, ja. Da gibt's noch so viel, aber. Boah, geil. Ja. Brauche ich. Also das brauche ich auch. Ja, hier gibt es noch so viel. Also hier Horn, okay. Brauche ich tatsächlich gar nicht. Bonfire, okay, 3000. Kann ich mir nicht leisten. Ja, das mache ich jetzt auch noch hin. Ein bisschen aufgepumpt muss er sein. Für viel mehr habe ich gerade kein Geld. Also ich hatte da sogar schon die exklusiven Sachen drin. Mit Lack. Okay, sieht halt nochmal geiler aus. Jetzt sind wir 135.200, also das kann ich mir tatsächlich gar nicht mehr leisten. Ja, es kommt auf jeden Fall dann noch. Ich würde sagen, da müssen wir erstmal jetzt mit klarkommen. Das mit dem Lack hier kann ich mir gar nicht leisten. Ja, Freunde, das muss dabei erstmal bleiben, tatsächlich. Also hier unten kriegen wir vielleicht noch das Logo hin. 395, ja, das kriegen wir noch hin. Okay, ja. Ja. Ist erstmal okay. Ich meine, für drinnen hat es jetzt für absolut gar nichts gereicht. Gibt's ja auch noch andere Sachen. Boah, ja, Alter, so geil, Alter, wirklich. Aber ich habe gar kein Geld. Müssen wir später machen. Ja, auch hier und hier und also hier ist auch noch so viel zu machen. Hier ist aber auch noch das mit der Liege und so. Naja, das müssen wir dann uns für später aufheben. Das geht erstmal nicht. Aber ich denke, er ist jetzt schon richtig geil. Hier können wir sogar noch so eine Modifikation hier rein tun. Hier noch sowas. Also, ey, wieder, ey. Egal. Erstmal bestätigen wir ihn so. Und kaufen ihn. Für 135.395 Euro. Absolut gar nichts mehr übrig. In Berlin ist unsere Garage. Der geht auf uns. Geil. Ja. Absolut geiler Typ, ey. Ja. Freunde, das ist er. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und
Okay, erstmal anpassen. Wir müssen da ja auch mindestens mit 80er Dings fahren. Ich war sogar mal 82 oder so. Ja. Nee, das passt soweit. Spiegel einstellen geht, glaube ich, eher nicht so. Also man kann die Displays wahrscheinlich einstellen, aber... Ja. Das ist er. Boah, sieht das Ding geil aus, ey, wirklich. Ich freue mich drauf, Freunde. Das war's für die Folge. Wir sind bei 240 Euro. Wir brauchen dringend einen Auftrag. Den suchen wir uns nächste Folge. Und dann wird erstmal wieder ein bisschen Knete reingeholt. Und dann müssen wir den Truck natürlich noch zu Ende konfigurieren. Der ist jetzt natürlich so noch nicht fertig. Habe ich aber Bock drauf. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.